Könnt ihr mir den Vorschlag mal in die Hand drücken? Und laut Plan haben wir keine Aufgaben mehr. Wo ich nicht ganz dran glaube. Nein, dürfen wir nicht. Hier, das ist auch... Ein Juwel bringt uns ja auch nicht viel, ne? Ich verstehe nicht, dass wir das Ding nicht zerlegen können. Wir haben einen Vorschlaghammer, einen schweren Vorschlaghammer. Der müsste hier so ohne weiteres durchdonnern. Ja, da kommen die Juwelen dann hin. Kann ich den? Nein. Auch nicht. Oh, das ist kaputt. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Noch nicht groß genug. Der Riss ist nicht groß genug, um sie einzureißen. Silberne Anhänger. Wo kommt die Prinzenfigur hin? Passender Schlüssel. Nehmen den Hammer. Kriegen wir dann irgendwie auf dieses blöde Amulett? Nicht. Ich bin jetzt mit meinem Hammer überall drauf. Nee, ich habe keinen Dings erwischt. Uns fehlt noch das Märchen der zwei Spiegel. Nee, das wäre auch nicht. Prinzenfigur. Kann ich da was hinhängen? Kann man den Hammer da hinhängen? Das Amulett. Auch nicht. Och, Mensch. Ja, magisch. Nimm den falschen Hammer. Irgendwie müssen wir... Och, Mann, das gibt's doch nicht. Könnten. Oh, ich... Ich befürchte, dass ich das nachher an die richtigen Stellen setzen muss. Naja, werden wir dann sehen. Dafür fehlt uns aber auch noch was. Den Tipp nehmen müssen, weil ich hänge ja schon wieder so rum. Wir haben ja nur wirklich alles abgeklappert bis oben. Ich habe ja zeitlich auch noch nach dem Dings geguckt. Ja, sind wir noch nie weg. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ja, drei der vermissten Kinder haben wir ja. Ich glaube, der Anhänger hat was mit dem Sohn der Schneekönigin zu tun. Ich habe gehört, er wäre in der Gruft. Wer hat eigentlich das Gorilla weggeräumt? Bringt uns auch nicht wirklich was. Zurück. Nochmal in die Gruft. Warte mal. So? Mir war, als wäre der Raum urplötzlich wärmer. Mein Sohn, eines Tages wirst du wieder an meiner Seite sein. Niemand wird mich aufhalten.
Das verspreche ich, deine Mutter Schneewittchen. Ja, aber irgendwie... Ja, jetzt hat er die Hand zu, oder wie? Aha. Jetzt haben wir wenigstens einen interessanten Palasteingang. Aber gut, dass er kurz mir den Tipp gegeben hat. Ach, da ist Noah. Detective, gehe hinauf zum Aussichtsturm und zeige mir, in welchem Gebäude die Kinder sind. Ich werde davor auf dich warten. Detective, gehe hinauf zum Aussichtsturm. Gehe hinauf zum Aussichtsturm. Nein, ein weiter. Da rein, da rein. Ach, jetzt dürfen wir hier auch was tun. Okay. Gold. Wir bauen uns Gold. Gut, dann versuchen wir mal uns Gold zu bauen. Wobei das mit Sicherheit auch wieder ein Schlüssel ist. So. Das nehmen wir mit. Tannenzapfen? Nein. Da? Da ist noch was. Gut, das sind aber noch einige Sachen, die uns fehlen. Lederne Stein? Nein. Hm, da liegt ja noch was drin. Ja, wenigstens hat uns Kai den Tipp gegeben, ey. Sonst würde ich jetzt noch doof rumrennen. Und ich hätte schon wieder einen Tipp nehmen müssen. Obwohl das ja nicht notwendig gewesen wäre, ne? Und ich bin im Moment stolz auf mich. Ich habe noch nicht einmal getippt oder gelöst. Mal auf Holz klopfen. So, ich sollte nicht so laut schreien. Wir sind mitten in einem Wimmelbildspiel. So, 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 so. Was fehlt uns denn da, dieser kleine Rahmen? Vielleicht hier an dem Aus? Ja. Wunderbar. Achso. Was haben wir jetzt? Okay. Dann haben wir schon wieder ein Spiel. Da ist die Glocke. Um zur Glocke zu sein, ja. Da ist das Dorf. Aussicht vom Turm ist atemberaubend. Wenn ich dieses Licht anschalte, kann ich nur zu dem Gebäude lotsen, in dem die Kinder festgehalten werden. Das aber erstmal anschmeißen. Und ich hätte vielleicht gerade nicht so eine große Klappe haben sollen. Was müssen wir denn tun? Bringe mit Hilfe der roten Knöpfe das Gemälde zum Leuchten. Leuchte. Ich sage, ich hätte das Maul nicht so weit aufreißen sollen. Okay, ich habe eins geleuchtet. Geht aber nicht wieder aus, oder wie? Nein, scheinbar nicht. Glöckchen, 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 Glöckeln. Mhm. Ist jetzt wieder ausgegangen, oder? Das Spiel nicht ganz. Gibt's hier noch irgendwie noch eine... Nee, ist die einzige Hilfe. Zu. Ich drücke jetzt hier nur auf gut Glück. Nein, geh doch wieder auf. Das war eins von denen, ne? Hey, irgendwie habe ich auch immer die gleichen Dinger offen. Ja, also dieses Spiel. Die hatten wir beide schon, ne? Auch. Auf. Ach, hier muss das auch leuchten. Ach du Schande, nee.
Die beiden hatten immer... Wahrscheinlich. Ja, mal noch ein anderes. Wieder nur die oberen. Och Mensch, da bin ich ja nur noch einer. Nein, ich will das nicht auf. Wo ich. Überall immer die gleichen Dinger. Puh. Ich kann mir solche Spiele auch nie merken. No. Hatten wir die. Schon wieder die oberen. Mach mal den auf. Den. Den. Ey, sag mal. Oh, wen von beiden hatten wir jetzt? Mist. Ich krieg gleich einen Heulanfall. Na, jetzt reicht's. Ja, ist in Ordnung. Du wirst meiner Tochter keinen Ärger mehr machen. Deine Geschichte wird hier und jetzt ein Ende finden. Kapitel 6. Na, hoffentlich lebt der gute Mann noch. Wink, wink. Das Licht hat nur zu dem Abschnitt des Palastes geführt, in dem sich die Kinder befinden. Ich muss zu den Kindern zurückkehren und sie retten. Ja, ist okay. Wink, wink. Aber erst muss ich das mitnehmen. Und 2 von 6. Gut, haben wir hier noch was? Außer die Glocke? Die Spiegelsplitter der Bestie muss den Klang der Glocke auf den Klang der Glocke reagiert haben. Ja gut, er winkt dann noch immer und jetzt düsen wir mal. Wollte ich doch gerade sagen. Aber wisst ihr was? Ich muss für heute Schluss machen. Ich kann mich kaum noch konzentrieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin jetzt ganz verwirrt. Aber bis jetzt nur einmal auf eine Lösung. Ich bin richtig zufrieden mit mir. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Je nachdem, wann ihr guckt. Tschüss, eure Pega.